Na, da geht ja doch noch einer dran. Wie sind denn wahr? Die frühen Morgenstunden? Perfekt. Und was für einer? Perfekt? Digga, fetter Barsch. Ich dachte, jetzt ballert hier noch einen Zander rein, der Schlingel. Nee, doch. Da ballert mir hin Ola Barsch rein, ey. Schön auf den weißen Maggot. So gehört sich das. Ach, abgefahren. Ich war jetzt die ganze Nacht hier unterwegs, hab hier gerade schön ein Video aufgenommen. Nee, hab ich nicht. Einfach nicht auf Aufnahme gedrückt. Und dementsprechend habe ich mir jetzt gerade hier in den Heißen gelabert und schön ein nach dem anderen rausgezogen. Und was war am Ende, wo ich auf Aufnahme stoppen drücke? Die Aufnahme startet. Hm, naja, dann machen wir halt nochmal von vorn. Ah, wird ein bisschen tricky, denn ich bin jetzt hier gerade unterwegs gewesen. Ja, eigentlich eher so auf Zander und dann ist auch ein bisschen Wels reingegangen und Quappe. Ja, und jetzt hier zuletzt habe ich eben ein bisschen rumprobiert. Oha. Zuletzt habe ich halt ein bisschen rumprobiert und da waren hauptsächlich eben nur die Barsche dran. Auch auf Topwater habe ich jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert und so Sachen. Ja, und jetzt scheint hier gerade ein Wels nochmal reinzugehen. Fühlt sich zumindest ein bisschen träge an. Wir sind ja gerade hier am Wolche unterwegs, denn es ist gerade Team-Spot-Suche. Teamspot-Suche am Wolcho. Koboldchen hat es glücklicherweise, schönerweise jetzt wieder auch wieder mit ins Leben gerufen, wieder aktiviert. Sehr schön. Der Fetter Wels, nehmen wir auch gerne mit. Ja, und jetzt machen wir weiter. Die verschiedensten Gewässer Stück für Stück analysieren. Am Team gemeinsam ein Gewässer abklappern. Jeder sucht sich eine Stelle aus, jetzt hier in dem Fall bei den etwas kleineren Gewässern. Dann eher so, dass wir die Region so ein bisschen verteilen und sagen, okay, jeder so kriegt hier eine Region und befischt die dann kreuz und quer mit allem, was einem so einfällt. Und auch einfach mal so ein bisschen unkonventionell, mal nicht so nach Meter gehen, nicht nach dem gehen, was halt immer in den Rekorden steht, sondern auch einfach mal ein bisschen was anderes testen. Und ja, da kommen halt ganz geile Ergebnisse raus. Hier am Wolcho, wenn ich so in Discord schaue, in dem Kanal Team Spot suche, wurde auch schon einiges gepostet. Das heißt, wir haben hier einige Informationen schon rauskitzeln können aus den Gewässern. Zum Teil natürlich auch Informationen, die schon bekannt sind. Und da einfach nur wieder die Bestätigung geben, dass es funktioniert. Zum anderen dann auch alte Spots, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. In irgendwelchen Foren oder wie auch immer. Oder auf Facebook, VK und was nicht alles. Aber eben auch ganz neue Sachen. Ne? Das ist halt schon immer ganz geil, wenn sich da mehrere Leute zusammentun. Zack, dann kriegt man eben auch sehr schön schnell Ergebnisse. So soll das sein. Ja, ich stehe jetzt hier, das geübte Auge hat es bestimmt wieder erkannt. Ich stehe jetzt hier quasi am Durchlauf, wenn man hier oben so ein bisschen schleppen geht und vielleicht mal hier durchfährt, kriegt man häufig, gerade in Richtung Morgenstunden oder Abendstunden, hier auch mal einen Zander dran beim Schleppen. Und das wollte ich mir doch irgendwie mal zunutze machen, sondern nur dann gezielt quasi direkt auf den Zander gehen und ja... Es sind einige reingegangen. Ich habe allerdings auch erstmal sehr viel Köder testen müssen. Was hier und heute zumindest sehr erfolgreich war, waren grünliche Köder. Also von der Farbe her alles in Richtung grün. Das war der grünliche Maggot. Es war der Quicker in grün. Und es war der, wie heißt der, Lynz Minnow 80. Auch der hat ganz gut funktioniert. Also es sind jedes Mal eben da relativ gezielt auch dann die Zander dran gegangen. Das war schon mal nicht schlecht. Auf Pink hat dann sehr schnell auch der Wels reagiert. Und jetzt hier auf Weiß. Ja, Weiß triggert auch ganz gut anscheinend. Und das sogar mitten am Tag. Gar nicht schlecht.
Und dann habe ich natürlich zum einen hier in die Richtung geworfen, zum anderen aber auch hier in die andere Richtung, hier der große Baum als Ziel, dass man dann hier auch mal in diesen Bereich reinwirft. Auch das hat funktioniert. Aber auf der anderen Seite waren es dann tendenziell eher die Barsche. Die wollen wir ja nicht. Warum halt wieder der Zander? Weil der Zander einfach übelst die Kohle bringt. Zander lohnt sich. Und da macht es halt immer wieder Bock, den Zander zu suchen. Es ist halt immer ein bisschen tricky. Also er ist halt eher so Abend- und Morgenstunden aktiv. Ab und zu natürlich dann auch die Nacht über geht also auch noch was. Und recht wenig am Tag. Von daher ist es irgendwo immer so ein bisschen tricky, das ideale Gewässer zu finden. Ja, Teamspot-Suche ist, würde ich sagen, für dieses Mal ja quasi schon durch. Das nächste Mal müssen wir mal gucken. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal im Discord vorbeischauen. Da wird dann in der Rubrik Teamspot-Suche in diesem Kanal dann natürlich das nächste Gewässer angekündigt, wo es dann weitergeht. Und ja, was ist wichtig fürs Mitmachen? Natürlich erstmal auch ruhig Bock haben auf unkonventionelles Angeln, einfach mal irgendwas random zu testen. Durchaus mit dem Bewusstsein, dass man in der Zeit wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Kohle verdient, weil man halt rumprobiert und nicht einfach nur stur irgendwelche Spots abklappert, die wohl gerade funktionieren. Ha! Eine Muschel! 134 auf Jig, Alter. Was ein Brocken. Und ja, dann geht es natürlich auch darum, dass man das alles dokumentiert. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt sagen, okay, ich habe hier die Koordinaten. Ich würde hier vielleicht einen Screenshot machen, würde dann hier reingehen, von dem Set einen Screenshot machen und dann auch die verwendeten Köder notieren, die Uhrzeit ungefähr, von wann bis wann und natürlich auch noch einen Screenshot vom Kescher machen. Was, wann, wie und wo funktioniert hat. Es gibt da schon viele gute Beispiele in dem Kanal Teamspot-Suche auf dem Discord, wenn ihr da, wie gesagt, Interesse habt. Einfach mal reinschauen, wie das denn so lübt. Und auch, wenn ihr Bock habt, natürlich jetzt gerade am Volcho ein bisschen was zu fangen. Da ist gerade ganz, ganz aktuell von vielen Leuten halt richtig viel Information zusammengetragen. Da gibt es viele geile Stellen. Und die werden jetzt natürlich auch noch ja, zusammengetragen in eine große Liste, dass wir dann von allen Teamspot-Suche, die jetzt auch in der Zukunft noch kommen, ja, gemeinsam quasi so eine große Datenbank anlegen, wo was an welcher Stelle funktioniert hat und vielleicht dann auch irgendwann in Zukunft wieder funktionieren wird, denn auch die älteren Angler und längeren Angler hier in R4 wissen, Spots sind immer mal wieder aktiv und man klappert eigentlich auch die guten alten Bekannten immer mal wieder ab. Ja, das würde ich sagen, war es jetzt im Großen und Ganzen. Das Ganze ist natürlich jetzt deutlich kürzer ausgefallen. Die eigentliche Aktion ja, oder die eigentliche Uhrzeit oder Primetime für den Zander ist halt leider gerade vorbei. Ich teste allerdings hier trotz allem gleich nochmal ein bisschen weiter, auch noch ein bisschen andere Farben. Wenn ihr keine Lust habt, auf dem Boot oder die ganze Zeit auf dem Boot zu stehen, kann man sich bestimmt auch da drüben hinstellen. Ziemlich genau, wo die Kante ist zwischen Schilf und Ufer hier und der Sandbank da vorne, dass man sich da hinstellt und dann quasi von hier aus so hier rein jiggt, kann man bestimmt auch richtig gut machen. Vielleicht noch zwei Routen hier hinlegen auf Z-Fisch. Von der Seite aus, glaube ich, ein bisschen schwierig in diesem Winkel. Da hat man zu wenig Jiggfläche. Aber so in diesem Winkel kann das ganz gut funktionieren. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.